Das hat eigentlich so angefangen, dass ich mit Folien gearbeitet habe. Und zwar, aber ich hatte damals eine Firma, die eben also mir bis zu 4 Meter Folien kopiert hat, also auf Folie kopiert hat. Und das war aber dann Textil, nicht? Die Folie ist ja etwa ein textiles Material. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, mit Plexi zu arbeiten. Und damit ich Körper entwickle, die eben im Raum stehen. Hat dann alles angefangen. Also wir haben ja vorher dieses M und F angeschaut, diese Textilarbeiten. Und als ich diese Löcher da in diese schwarzen Tücher hineingeschnitten, das ja mit der Nagelschere, nicht? Nagelscherenarbeit. Und wenn man dann das eben beleuchtet, sieht man, hoppla, an der Wand ist noch was, nicht? Also, und so bin ich eigentlich zu der Ausdehnung in den Raum. Also ich habe da ein Objekt, nicht? Das steht da, aber ich kann es beleuchten und dann wird die Wand ja durchlässig, nicht? Das sieht ja so aus, als ob es durch die Wand durchgehen würde. Und dann habe ich eben angefangen, eben auch mit diesen Spiegelelementen am Boden zu arbeiten. Weil dann eben die Ausdehnung ja auch in den Boden hinein, nicht? Man steht wie vor einer Wasserfläche und denkt halt, hoppla, jetzt fall ich da glatt hinein. Und dann gibt es aber ja noch andere Ausdehnungsmöglichkeiten, nämlich in einen gedanklichen Raum, nicht? Dadurch bin ich dann mit Schrift und also eigentlich bin ich ein Wortesucher, eine Wortesucherin oder Sätzesucherin, nicht? Ich bin, also ich lese ein ganzes Buch und dann kommt ein Satz und dann macht, und dann schreibe ich mir diesen Satz heraus und mach was damit.